Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und das Video euch anschauen wollt. An dieser Stelle herzlich willkommen. Und zwar, ich möchte heute mit euch, ihr habt es bestimmt schon gesehen in der Thumbnail, ich möchte mit euch heute eine Geldgeschenkbox machen und zwar zur Hochzeit. Hier habe ich schon mal eine gemacht und diese werden wir heute tatsächlich nochmal machen. Ich zeige euch die Box mal. Und zwar haben wir hier außen einmal ein schönes Satinband. Da habe ich hier quasi einen Schleier gemacht und ein schönes Herz draufgeklebt. Und hier einmal die Herzen, die habe ich ausgestanzt und an den Kanten etwas angeraut und hochgeklickt, aber ihr seht dann auch gleich nachher, wie es gemacht wird. Und hier oben habe ich ein paar Papierblumen, selbstgemachte und ein paar Blätter. Unten drunter ein schönes Doily und hier noch ein bisschen so Juteband in der Art. Bloß es ist kein Jute, das ist eher so, seht ihr dann nachher gleich, zeige ich euch dann. Und zwar haben wir hier einmal die Box. Wir haben hier einmal diese schöne Torte, die ist auch fest, also man kann sie nicht wegmachen oder aufmachen als Schachtel, sondern das ist wirklich ein Deko-Element, der in der Box quasi drin ist. Hier haben wir noch eine schöne Deko-Seite gestaltet mit dem Herz, mit gesucht und gefunden, drunter wieder ein Dollies und auch wieder hier so ein bisschen von dem. Hier haben wir eine Tasche. Die Tasche ist gedacht, um da etwas Geld hineinzustecken. Und hier, ihr seht, alles so ein bisschen aufgeraut. Ein paar Holz-Embellishments. Wieder hier ein paar Blätter dazu. Ja, und hier hat man dann einen Tag. Und da kann man dann noch ein paar liebe Grüße hinterlassen. Ein paar Glückwünsche von dem Brautpaar. Und ich habe gedacht, ihr habt vielleicht Lust drauf und ich zeige euch heute, wie ich die Box gemacht habe. Wir brauchen einiges dafür, also es wird etwas länger gehen, das Video, aber es ist ja auch ein ganz individuelles, persönliches Geschenk. Und ich finde, wenn man so eine Box dem Brautpaar schenkt, ja, ich glaube, die werden hin und weg sein. Genau, so. Das stelle ich mir erstmal hier auf die Seite. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich werde so Schritt für Schritt die einzelnen Sachen zeigen, was man braucht. Sonst wird es jetzt einfach zu viel. Also ich empfehle euch, wenn ihr die Box machen wollt, schaut euch erst das Video an, schaut, wie ich es gemacht habe. Und dann bereitet eure Materialien vor und dann könnt ihr es nochmal nachbasteln. Ja. In diesem Sinne, also wir brauchen einmal für die Grundbox. Ich habe ein A4-Blatt genommen. Man kann das auch aus 12x12 Papier machen. Aber ich habe gedacht, ich mache das lieber aus einem A4, weil A4 hat doch dann jeder eher daheim als A12. Also als A12. Als 12x12 Inch. Also 30,5x30,5. Und zwar ist jedes. Das ist A4 und das ist, hat die Breite von 9,9 cm und A4 und gefalzt einmal hier bei 9,9 und auf der anderen Seite, ich habe es also hier reingeschoben, 9,9, einmal umgedreht und hier auch bei 9,9 gefalzt. Also dass alle drei Elemente genau 9,9 cm sind und es geht genau auf, weil das A4-Blatt ist ja 29,7 cm. Und das sind genau die 3 mm, die wir hier weniger genommen haben, statt 30x30. Wenn du jetzt ein 12x12 Papier nimmst, kannst du auch zuschneiden 10x10 machen. Geht auch. Und hier genau das Gleiche. Das brauchen wir zweimal. Das falzen wir uns einmal nach. So.
Wundert euch nicht, wenn vielleicht die Kamera zwischendrin das Licht sich verändert, weil wir haben heute so ein totales Wechselwetter von Regen über Sturm über schönster Sonnenschein. Also nicht wundern, wenn sich das Licht immer mal wieder ein bisschen verändert. Dann nehme ich mir ein bisschen Flüssigkleber und mache hier in die Mitte den Flüssigkleber. So. Und dann kleben wir uns das so auf, dass es innen ein Viereck gibt, so wie ihr das seht. Und dann probiert ihr das. Ja, super. Dann kann ich es andrücken. Und schon habt ihr quasi eure Box kreiert. Zumindest schon mal die Schachtel. Jetzt brauchen wir noch den Deckel. Und zwar habe ich mir da vorbereitet das hat die Maße 14,9. Jetzt muss ich echt noch mal gucken. Ich habe es nicht aufgeschrieben. 14,9. 14,9 mal 14,9 und einmal ringsrum jeweils bei 2,4 cm gefalzt. So richtig oder 2,5? Nee, 2,4. Ja, bei 2,4 gefalzt. Das können wir uns jetzt auch einmal nachfalzen. Es sind ein bisschen ungerade Zahlen, aber das liegt einfach daran, weil wir jetzt A4-Karton benutzt haben. Aber ich denke, das ist auch kein Problem. Das bekommt ihr hin. So, dann nehmen wir uns einmal die Schere und wir schneiden uns beim Deckel einmal hier die Falzlinie raus und schneiden uns das so ein bisschen schräg ein. Also ein kleines bisschen. Das wären die Klebelaschen. So. Und hier noch einmal. Oder? Nee, und da oben noch einmal. Hier. Und wir sind erst beim dritten. Da habe ich ein bisschen oder die Klebelasche mit die Falzlinie mit rausschneiden. Also die schneidet euch raus, dass ihr hier an der Kante nicht dran hängt. Also quasi vor der Schneidelinie ansetzen direkt. Dann einmal ein bisschen schräg und hier einmal ein bisschen schräg. Zack, das kann weg. So. Und dann können wir uns einmal den Deckel zukleben. Ihr könnt ja auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten, das geht natürlich auch, wie ihr möchtet. Und da schaut, dass ihr einfach hier eine schöne Kante habt. So. Und hier noch einmal. Und wenn wir jetzt nicht falsch gemessen haben, passt der Deckel auch. Ich finde das immer so nervenaufreibend, Deckel ausmessen. Und er passt wunderbar. Perfekt. Jetzt kommt noch ein bisschen Designerpapier hier drauf und dann sitzt er richtig schön.
So, den kann man erstmal auf die Seite legen, beziehungsweise ich würde sagen, tatsächlich, wir fangen von außen an. Also dreht es euch auf den Kopf und wir fangen von außen an. Und zwar habe ich mir aus dem Set hier reihenweise Herzen 4 Herzen ausgestanzt. Wo ist jetzt die Stanze hin? Ich habe sie doch gerade noch da. Genau. Die ist in diesem Set mit drin. Ich kann es euch ja mal von innen zeigen. Dieses Set gab es im Frühjahr-Sommer-Katalog. Und da habe ich mir 4 Herzen ausgestanzt. Die brauchen wir. Und dann brauchen wir einmal dieses Teil. Das ist für den Deckel. Das hat die Maße. Jetzt habe ich mich da, glaube ich, vermessen, oder? Ja, das muss 9,5 mal 9,5 sein. Und ich habe hier jetzt geschnitten 10 mal 9,5. Also 9,5. Habe ich nicht richtig falsch angelegt. So, macht aber nichts. Lieber abschneiden als dann später zu klein. Also das hat die Maße 9,5 mal 9,5. Das kommt hier oben auf den Deckel. Dann haben wir hier 4 Stückchen, die sind 9,5 mal 2 cm. Viermal. Und zwar, ich zeige euch mal, mit welchem Papier ich gearbeitet habe. Das ist vielleicht für euch ganz interessant. Genau. Und zwar habe ich mit dem Papier, das habt ihr schon bei mir gesehen, bei meinem Album. Ich kann euch dazu gerne mal das Video hier oben unter dem i verlinken. Da habe ich eine Albumanleitung für ein Fotofolio und wir benutzen dieses Papier. Da ist auch dieses schöne Holzpapier mit drin. Das habe ich aber allerdings schon aufgebraucht und hatte keins mehr. Und daher habe ich hier aus meinem Stash einfach ein anderes Holzpapier genommen. Aber ihr braucht es nicht. Also wenn ihr mit dem Papier arbeiten wollt, könnt ihr das Holzpapier hier nehmen. Das eignet sich super dafür. Genau. Ich habe bloß auf ausweichen müssen, weil ich keins mehr hatte. Ich kann es euch mal auch zeigen, glaube ich. Hier seht ihr meine Reste drin. So sieht es dann aus. Ja. Und genau, ich habe nur dieses Designerpapier benutzt, sonst habe ich kein anderes Motivpapier benutzt. Das brauchen wir für den Deckel. Das ist für innen, das kann man erstmal weglegen. Und dann brauchen wir 4 Stück, die sind 9,4 mal 9,4. Also immer einen halben Zentimeter kleiner, aber der Deckel ist ein bisschen größer, weil wir den ja oben drauf machen. Das heißt, er ist quasi an jeder Seite 1 mm breiter. So, genau. Dann können wir das eigentlich aufkleben. Und ihr seht, dass es einen schönen Rand gibt. Bin ich etwas, doch, alles gut. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe irgendwie, passt da was nicht, habe ich gerade gedacht. Dass ich irgendwie durcheinander gekommen bin. Aber das passt. Passt alles. Und ich verlinke euch natürlich alle Produkte, die ich finde, unten in der Infobox. Schaut da gerne rein. Und alles, was nicht drin steht, habe ich nicht gefunden. Beziehungsweise fragt mich gerne auch, ich muss mal gucken, ob ich nachher die ganzen Stanzen finde. Ich habe die schon eine Weile, ob ich die wiederfinde. Aber ich denke schon, also dass ich euch die verlinken kann.
So, dann haben wir hier außen schon das gestaltet. Jetzt können wir hier uns den Deckel noch bekleben. Ihr fragt euch bestimmt, ja, warum habe ich denn den Deckel nicht schon vorher beklebt, bevor ich es zusammengebaut habe, die Schachtel. Das mache ich bei den Explosionsboxen tatsächlich immer gerne im Nachhinein. Man kann es ja hier auch schön andrücken, ist ja kein Problem. Aber ich habe es schon öfters gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber da habe ich es manchmal schon mal gehabt, dass mir einfach der Deckel dann nicht gepasst hat. Und es ist dann ärgerlich, wenn ich alles schon vollgeklebt habe. Und dann passt der Deckel nicht drauf, dass ich mich vielleicht einen halben Millimeter vermessen habe, dass es einfach zu eng ist, dass es nicht reinpasst. Und das wäre halt natürlich echt schade, wenn man dann alles schon draufgeklebt hat. So. Kurz schauen müssen, ob ich es auch vorhin auch laufen habe lassen. So. Wunderbar. Sehr schön sieht es aus. Und dann nehmen wir unsere Herzen. Metalllineal brauche ich erstmal nicht, vielleicht später nochmal. Und dann nehme ich mir einmal meine Schere und ich mache hier rau den Rand hier auf. Darf sich ruhig ein bisschen nach oben knicken. Schaut nur, dass ihr nicht einschneidet. Also wenn es mal an einer Stelle passiert, ist nicht so schlimm, aber nicht zu grob. Also seid da auch ein bisschen vorsichtig. Es gibt auch extra solche Kantenaufrauer, gibt es tatsächlich auch schon fertig, aber ich habe keinen und deswegen mache ich es jetzt hier mit der Schere. Vielleicht lege ich mir auch einfach mal einen zu. Ich glaube, die sind auch gar nicht so teuer. Ich glaube, so ein paar Euro oder so kosten die nur. Ich glaube, von Tim Holz gibt es welche, habe ich schon mal einen gesehen. So. Brauchen wir. Jetzt mache ich die Box erstmal zusammen und dann beklebt sie es besser. So, und zwar brauchen wir jetzt Abstandsklebepads. Ich habe hier meine Dimensionals, dann drehe ich mit, halt bevor ich das mache. Und zwar, ich habe das ja angeraut, ich knicke mir das jetzt aber noch ein bisschen hoch. Ich will, dass es richtig so ein bisschen am Rand nach oben steht. Überlegt. So, und dann machen wir uns eins hier und eins da drauf. So und so, so. Das kann erstmal wieder weg. Und dann kann man mein Mülleimerchen hier holen. Ich stelle ein bisschen aus. Und dann klebt ihr euch die Herzen
Und so ist es auch wieder offen. Ihr klebt euch die Herzen hier so mittig drauf. So schön. Ja. Und wer weiß, auch wenn ihr zum Beispiel vielleicht nicht zur Hochzeit kommen könnt, weil vielleicht das Brautpaar nur im engsten Kreis heiraten kann, weil es ja im Moment gerade nicht geht. Um den Deckel kümmern wir uns später. Hier die Deko machen wir später. Und zwar, jetzt haben wir hier innen einmal. Und dazu habe ich mir wieder 4 Stückchen zu Designerpapier zugeschnitten in den Maßen 9,4 x 9,4. Und die kleben wir uns jetzt hier außen rum. Ich glaube, ich habe eins vergessen. In der Mitte habe ich auch eins, ja. Ich schneide mir jetzt gerade mal noch eins zu. Das können wir vielleicht kurz zusammen machen, ist da kein Problem. Ich lege es kurz auf die Seite. So. Und dann kann das wieder weg. So, die werden wir uns jetzt noch anritzen. Und da ist genau das gleiche Spiel wieder wie bei den Herzen. So, jetzt müssen wir einiges stanzen, beziehungsweise ich habe es schon vorbereitet, aber ich zeige es euch mal. Und zwar habe ich Stanzen, das sind diese hier, das ist meine Tortenstanze. Ich zeige es euch mal. Und zwar, so. Ich habe mir einmal aus dem Designerpapier einmal die große Stanze hier ausgestanzt. Und dazu gibt es 2 Kreise, wie ihr hier sehen könnt, den kleinen und den großen. Der große Kreis gehört mit hier dazu. Das lege ich vielleicht mal auf die Seite, damit man es einfach besser sieht. Und dann habe ich mir hier einmal die kleine Stanze hier ausgestanzt mit dem kleinen Kreis. Und bei dem Set sind hier noch die Blüten mit dabei. Und die kümmern wir uns jetzt nämlich gleich. Wir brauchen einiges an Blüten. Ich habe hier schon vorbereitet. Und zwar habe ich mir das aus Aquarellpapier ausgestanzt, weil wir die gleich noch farblich bearbeiten müssen. In dem Set sind 2x so Zweierblätter drin und einmal diese Blüte.
Genau. Ich habe im Ganzen habe ich gebraucht 9 Blüten, 9 Blüten und 11 von diesen Blättern habe ich mir ausgestanzt. Genau, nur dass ihr Bescheid wisst. Und dann brauchen wir noch dieses Doily. Das habe ich mir auch ein paar Mal ausgestanzt. Und zwar habe ich mir das einmal aus diesem grünen Designerpapier ausgestanzt. Das kommt in die Mitte. Und noch dreimal. Einmal für oben und zweimal für innen rein. Aus weißem Farbkarton. Das habe ich mir ausgestanzt. Und den Rest machen wir nachher, wenn wir in die Mitte kommen. Sonst wird es vielleicht zu viel. Da stanzt ihr euch alles mal aus. Und dann legen wir uns die Torte erstmal auf die Seite. Die machen wir gleich zusammen und die Doilies. Als erstes müssen wir uns hier diesen Blättern und Blüten widmen, weil die ein bisschen trocknen müssen. Ich habe hier ein Wasserglas, das habe ich schon benutzt. Nicht wundern, weil es jetzt schon etwas trüb ist. Das kommt von der Farbe. Und dann habe ich hier meinen Schminke-Aquarellkasten. Dann nehmt ihr einfach eure Aquarellfarben oder irgendwas, was ihr halt, ob ihr jetzt Stifte habt oder ob ihr jetzt sowas habt wie ich hier. Ja. Und dann habe ich meine Blüten. Hier, und zwar, ich zeige euch vielleicht eine Blüte und ein Blatt und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn alles fertig ist. Also, und zwar habe ich mir schon etwas Farbe angemischt. Und ich schaue immer dann von der Farbe, ich habe hier so ein Reststück, wo ich ausgestanzt habe, und gucke hier von der Farbe her, passt es hier zu den Blüten oder Blättern zu meinem Designerpapier. Und es passt wunderbar. Und dann nehme ich mein Blatt, feuchte das erstmal ein bisschen an und dann gehe ich mit der Farbe drüber. Erstmal ganz zart, bisschen grundieren sozusagen. Da kann ich schon mal ein bisschen antrocknen. Und beziehungsweise ich mache hier oben noch ein bisschen, gleich schon ein bisschen mal Farbe rein. So. Und das gleiche machen wir eigentlich beim Blütenblatt auch. Einmal anfeuchten. Und hier habe ich mir schon ein bisschen Rot. In dem Fall ist es bei mir Kaminrot. Hier drauf gemacht. Und das machen wir uns einmal hier. Ein bisschen aufhellen. Ganz so dunkel will ich es nicht. So, und dann machen wir noch einmal ein bisschen kräftigere Farbe und dann mache ich mir einmal hier in die Mitte noch, quasi wo es immer so ein bisschen dunkler ist bei einer Blume. Und das mache ich jetzt mit allen meinen Blüten und meinen Blättern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe alle meine Blüten angemalt und meine Blätter. Ich habe die jetzt einfach im Zehwa gelegt zum Trocknen. Hier auf die Seite. Und dann können wir uns der Torte widmen. Und zwar fangen wir mit dem großen Teil an. Wir knicken uns das einmal mit der Hand hier schön entlang. Hier seht ihr das so gestitzt. Und dann haben wir hier hinten noch eine kleine Klebelasche. Die können wir uns auch einmal einknicken. So. Und dann nehme ich mein Falzbein und fahre das einmal so ein bisschen hier so drüber, damit sich das gleich noch nachher ein bisschen besser formen lässt. Und dann nehmen wir uns den großen Kreis. Die gestickte Seite nach außen, so. Dann nehmen wir uns einmal unseren und fangen an der Seite an, wo keine Klebelasche ist. Und dann mache ich mir so kleine Punkte
Und da müsst ihr mal schauen. Dann legen wir das uns direkt hier an die Kante von dem Kreis. Drücken das einmal an, dass es anzieht. Da, ihr wisst ja ungefähr, wie schnell euer Kleber anzieht. Ich habe jetzt den von VBS. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man schön genau arbeitet. Und ich drücke immer hier von hinten so fest und lasse es entlang laufen. Und wenn ich hier sehe, es sind jetzt nur noch so zwei übrig oder drei, dann nehme ich meinen nächsten. Mach den nächsten Punkt drauf. Bei der Stanze ist es auch, wenn man hier nicht ganz genau arbeitet, dann kann es sein, es schließt sich nicht genau. Das werden wir jetzt gleich sehen, ob ich gut gearbeitet habe. Ist nicht ganz so schlimm, wenn es nicht ganz, seht ihr jetzt gleich, wenn es nachher gleich nicht hundertprozentig schließen sollte. Ich habe jetzt die Stanze auch noch nicht so oft benutzt. Dann kann man da ja, weil wir da die Blüten drüber machen, da sieht man das nicht mehr. So, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Hier ist mein letztes gewesen. Und es passt aber genau. Ich habe es gut geklebt. Das heißt, wir können jetzt hier Kleber drauf machen und können das verschließen. Ihr habt jetzt hier so einen kleinen Tropfen, also sieht aus wie so ein Tropfen. Das wird später nicht, werdet ihr später nicht sehen. Wie gesagt, da kommen die Blüten dran und wir kleben die Torte so auf. Das heißt, man sieht nur von oben. Es wird nicht auffallen. Ich weiß jetzt auch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt daran lag, dass ich jetzt das gefalzt habe. Seht ihr da hinten? Dass ich das gefalzt habe. Wir probieren es jetzt mal bei dem nächsten aus, ohne zu falzen. Also die Klebelasche. Weil die habe ich so ein bisschen eingeknickt hier und das ist hier dieser Falzknick. Könnte möglich sein. Wir probieren das jetzt gleich mal aus. Das hatte ich mir hier bei der anderen Box auch, aber ihr habt ja gesehen, es fällt nicht auf, weil hier kommen Blüten drüber. Genau, dann machen wir hier das gleiche nochmal mit der kleinen Torte. Mit der oberen Etage von der Torte sozusagen. Und hier die Klebelasche werde ich jetzt nicht nachfalzen. Wir gehen wieder hier mit unserem Falzbein drüber. So. Und nehmen uns den kleinen Kreis. Und hier auch wieder das Gestickte nach außen natürlich. Und dann fangen wir wieder auf der Seite an, wo keine Klebelasche ist. Im Prinzip ist es egal, wo ihr ansetzt beim Kreis. Ist ja ein Kreis. Ich finde, es ist halt auch echt ein schönes persönliches Geschenk. Mache jetzt gleich hier noch mal ein paar
Und sowas hat auch kein anderer. Also ganz ehrlich, so handgemachte Sachen sind wirklich sehr individuell und Unikate auch. Sowas hat kein anderer Gast. Und da stecht ihr sicherlich hervor dann mit eurem Geschenkchen. Obwohl es ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Aber man freut sich ja auch, wenn man mal so ein bisschen was Individuelles schenken kann und nicht so von der, sage ich mal jetzt so von der Stange oder so. Und ich glaube, gerade was Hochzeitsgeschenke angeht, ist ja meistens so, dass man Geld schenkt, kommt drauf an, aber die viele Brautpaare wünschen sich ja tatsächlich Geld. Und von daher, jetzt machen wir hier ein bisschen Kleber drauf, unsere Klebelasche. Und dann sehen wir jetzt gleich. Die schließt jetzt nicht ganz ab. Da habe ich irgendwo nicht sauber geklebt. Seht ihr das? Hier unten sieht man das ganz gut, hier an der Kante, weil die Klebelasche noch ein bisschen hervorspiegelt. Ist aber nicht schlimm, weil wir das gleich verdecken werden. Mit. Da habe ich irgendwo nicht richtig gearbeitet. Und hier sein an der Kante, da spiegelt mich ein bisschen. Schaut das ein bisschen hervor. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade in der Kamera war. Entschuldigt. So. Genau, hier seht ihr, hier an der Kante guckt es ein bisschen raus. Das kann sein, dass es vielleicht gerade das kleine bisschen ist, was mir jetzt hier gefehlt hat. Also da müsst ihr wirklich genau arbeiten. Aber das überdecken wir jetzt gleich mit Blüten, von daher sieht man es nicht. So. Und ihr seht, es ist nicht, ich glaube, es liegt wirklich an der Falz. Man darf das nicht nachfalzen. Es ist nicht ganz so tropfenförmig wie bei dem anderen. So. Hier guckt es auch ein bisschen raus. Ja, da habe ich nicht ganz sauber gearbeitet. Also dann müsst ihr wirklich ganz eng an der Kante entlang. So. Und jetzt machen wir es so, dass wir einmal hier unten schön Kleber drauf macht auf die Kante hier unten. So. Ups. Wenn es reingeht, ist nicht schlimm, weil innen sitzt eh kein Mensch. Und dann klebt ihr euch das so auf. Also ihr seht, hier sind die zwei Schnittkanten. Ihr klebt euch das so ein bisschen versetzt auf. Das, weil wir wollen die Blüten so ein bisschen schräg runterlaufen lassen. Finde ich persönlich immer ganz schön. Ihr könnt es natürlich auch gerade machen. Aber ich finde so ein bisschen schräg versetzt eigentlich ganz schön. So. Alles, was hier so übersteht mit Kleber, kann man gleich mit dem Finger ein bisschen abnehmen. Der ist Gott sei Dank sagt man klar trocknend, also da will ich keine Klebereste haben. So. Sehr schön sieht es aus, meine Torte. Und dann kann das erstmal so ein bisschen trocknen. Und wir können uns vielleicht erstmal noch innen etwas widmen. Wir werden einmal hier diesen grünen Kreis, den kleben wir uns einmal. Hier in die Mitte. Da kommt jetzt nachher gleich unsere Torte drauf. Muss ich mal gucken. Ja, ist egal. Dann nehmen wir uns zwei der weißen Doilies, die wir ausgestanzt haben. Oh, da hing nur eins drin.
Eins kommt hier drauf. Und eins kommt gegenüber. So. So. Das brauchen wir später für den Deckel. Das können wir erstmal auf die Seite legen. Und dann können wir, da habe ich aus diesem Blumen-DSP, aus diesem Blätter-DSP, habe ich mir zwei Stück zusammen zugeschnitten. Und zwar ist das 9,4 mal 4,5 zweimal. Und das werden wir uns auch wieder anrauen. So, einmal das andere. So. Und dann drücke ich mir das hier auch wieder hoch. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Gerade eben war es stockdunkel. Oh Mann, Sonne kann schon nicht mal draußen bleiben. So, einmal. Und dann nehme ich mir, ich habe hier ganz dünnes doppelseitiges Klebeband. Das hat die Maße von 3 mm. Das mache ich mir hier außen an den Rand. Und zwar hier so an drei Seiten. Das machen wir hier auch einmal. Zack. Und hier nochmal. Das drückt man fest. Und dann kleben wir uns das so auf, dass das hier, wo keine Klebeseite ist, nach unten schaut. Und dann haben wir hier eine Tasche. Und das gleiche machen wir hier auf der Seite auch. Einmal nochmal festdrücken. Dann kleben wir uns das auch. Hier ist keine Klebe. So. Und dann haben wir schon unsere Tasche. Dann habe ich hier noch einen kleinen Tag. Und dann brauche ich noch, möchte ich mir noch zwei Blüten dahin machen. Dann nehme ich mir einmal, die habe ich jetzt gar nicht präpariert. Ich nehme also meinen kleinen Malkasten nochmal her. Und zwar möchte ich einfach nur hier in der Mitte ein bisschen. Genau, das habe ich vergessen. Können wir wieder weg.
Dann lasse ich das gerade nur so ein bisschen trocknen. Den kann ich ja schon mal hier reinschieben. Hier hat es Platz fürs Geld. Und dann widmen wir uns den Blüten. Und zwar, ich habe, wo habe ich es jetzt hingelegt? Wo ist mein Foam? Meine Foamplatte. Ich habe sie gefunden. Ich habe so eine Foamplatte, die habe ich früher mal fürs Fondant genommen und habe die jetzt quasi umrangiert. Und da habe ich auch so ein kleines Dotting-Tool, nennt sich das. Das gibt es auch, müsst ihr mal schauen, das gibt es auch bei euren, oft beim Edeka, auch in der Backzubehörabteilung. Und da machen wir einfach hier so ein bisschen in die Blüten rein und dann einmal so. Dass sie einfach ein bisschen plastischer werden und hier nicht so, so platt wie eine Flunder da liegen. Und dann haben wir hier einmal noch die Blätter. Dazu nehme ich mir dann ein kleineres Dotting-Tool. Da habe ich eins mit Metallkugeln. Also es gibt das große auch mit Metallkugeln. Da müsst ihr mal gucken. Aber dann, das müsst ihr euch dann online wahrscheinlich bezeugen. Weil die gibt es so im Handel nicht. Schaut einfach mal unter Dotting-Tool. Hier mache ich quasi in der Mitte, wo das dieses Blattzweig ist, einfach nur so einen Strich. Das knicken wir uns dann nachher noch ein bisschen. Und ich mag auch diesen Aquarell-Look, dass es so unregelmäßig ist. Ich finde, es passt einfach schön. Passt halt auch zum Papier, weil es ja auch Aquarell hat. Und
Mhm. So. Und dann knicken wir uns das einmal hier schön vor. Das kann auch weg. Ich knicke das dann, sobald ich dann anfange, das aufzukleben. Jetzt brauchen wir noch einmal doppelseitiges Klebeband. Das ist jetzt 6 mm breit. Und zwar mache ich mir hier unten an die Kante hier unten ringsrum so und das hier unten auch. Und zwar möchte ich da noch ein Band anbringen. Ich mache das einmal weg. So, na komm. So, jetzt. Und dann nehme ich mir einmal ein Sattelband. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Der hat doch alles hergelegt gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr was vorbereitet und dann, da liegt es vor meiner Nase. Und dann irgendwie ist es plötzlich verschwunden, obwohl ihr genau wisst, ihr habt es gerade erst hergelegt. So, und dann klebe ich mir das einmal so, dass es auch hier anfängt, wo diese Schneidelinie ist. Und dann klebe ich mir das einmal hier schön außenrum. Und schneide es hier einmal ab. So. Und das machen wir hier unten auch. Einmal festdrücken. So, jetzt aber. Und da fahre ich dann auch dann wieder mit dem Seitenband. Natürlich schöne Seite nach außen. Hier lege ich das auch an die Kante hier. So. Zum Ende. Einmal abschneiden. Andrücken. Und dann können wir uns die Torte einmal einsetzen. So aufkleben. Und dazu mache ich mir wieder hier unten auf die Kante Kleber.
Ihr müsst jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, dass es nicht so nach außen quillt, da wir jetzt das Seitenband dran haben und es gibt sonst Flecken auf dem Seitenband. Und zwar passt es genau auf den Kreis, dass quasi außen nur noch die Spitze schaut. Jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen trocknen und wir können uns dann einmal hier die kleine Blüte ankleben. Ich habe mir mittlerweile auch meine Heißklebepistole angestellt. Die brauchen wir jetzt dann nachher gleich noch. So. Und zwar habe ich jetzt hier so ein bisschen Mullbinde, wie ihr sehen könnt. Und da schneide ich mir mal ein Stückchen weg. Das ist aus dem alten Verbandskasten, habe ich die einfach rausgenommen. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint hatte mit unten drunter. Und zwar schneide ich das einmal in die Hälfte. Am besten nimmt da eine Stoffschere, da schneidet sich es echt am besten. Und ich schneide mir bei der Mullbinde auch hier außen den Rand weg, weil das da vernäht ist und da nicht aufgezippelt werden kann. Und dann ziehe ich mir das so ein bisschen auseinander. Ein bisschen so. Und das kommt einmal hier hin. Und da habe ich ja noch eins. Und da schneide ich mir hier außen auch das weg. Zack, weg damit. Und dann kann ich das auch so ein bisschen auseinanderfusseln. Darf ruhig unregelmäßig aussehen. Dann nehme ich mir einmal meine Heißklebepistole. Mache hier unten so ein bisschen und setzt es dann hier so drauf. Passt auf, dass es euch da nicht verbrennt, deswegen mache ich das jetzt hier mit dem genau so ungefähr. Nimmt das hier, ist vielleicht praktisch als die Heißklebepistole. Genau. So, kann das auf die Seite, beziehungsweise brauchen noch ein Stück, stimmt, ist fast vergessen, aber da brauchen wir nicht so viel. Das schneiden wir uns einmal hier an die Hälfte. Und zwar brauchen wir da auch nur so ein bisschen. Das heißt, ich lasse den Rand jetzt einfach so dran. Und zwar kommt es hier hin. Ja. Und hier auch noch mal. So. Und ich habe mir dieses Mal ein bisschen andere Sachen rausgelegt. Und zwar habe ich einmal hier so Herzen. Einmal haben wir hier so die Herzen und die Schmetterlinge und das große Herz.
Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich es verteile am besten. Vorher machen wir vielleicht erst die Tags. Und zwar habe ich mir ausgestanzt zwei hier so zwei solche Tags und da kleben wir uns ungefähr so ja so knapp die Hälfte Designerpapier oben drauf. Man könnte das jetzt auch noch ausstanzen. Dann hätte man hier die St aber ja, mir macht das jetzt nichts aus. So. Und dann haben wir noch ein Tag. Und da machen wir es auch so. Festdrücken. Und dann können wir uns das einmal abschneiden hier. Das kann weg. Einmal das hier einschneiden. Und dann haben wir hier unten unsere zwei Tags gestaltet. Da brauchen wir dann wieder Dimensionals. Halt. Die kleben wir uns so mittig auf. Und dann machen wir einmal die Trägerfolie weg. Und dann kleben wir uns das einmal hier so auf die rechte Seite. Fest. Beziehungsweise auf die linke Seite. Je nachdem, warum ist halt hier, wenn ich es über Kopf klebe, dann rechts. Wenn ich sie gerade klebe, dann hier so links. Jetzt klebt es schon. Am besten so, dass das Däumchen noch ein bisschen rausguckt am Rand. Stört mich, ich muss das nochmal richtig aufkleben. So. Super. Und dann brauchen wir noch zwei Sprüche. Ich habe hier so einen kleinen Abschnitt von meinem Papier, von meinen Boxen, als ich die zugeschnitten habe. Und dann brauchen wir noch einen kleinen Spruch. Und zwar habe ich den aus dem Stempelset gesucht und gefunden. Falsch. Den mache ich mir auf einen kleinen Stempelblock. So, dann stempeln wir uns das einmal. Haben wir uns das einmal aufgestempelt? So. Dann nehmen wir uns einmal unsere zwei, die wir hergeschnitten haben. Gerade das Telefon bei mir geklingelt, das muss ich gerade unterbrechen. So. Und dann habe ich mir ein bisschen Graupappe hergeholt und die klebe ich mir hier einmal auf. Weil ich finde es immer ganz schön, wenn es so ein, ja, so eine Graupappen-Optik
Optik, also dass man das sieht, dass es sowieso Chipboard ist. Ich finde, es ist nochmal anders, als wenn man es nur mit Abstandsklebepads aufklebt. So. Hier passt nicht. So, so aufkleben. So, das können wir zumachen. Und dann schneiden wir uns das einmal hier ab. Fertig. Und dann nehme ich mir die einmal. Und mache hier dort, wo das gesucht steht. Hier klebt es nicht richtig. Und das machen wir hier auf der anderen Seite auch. Das darf einmal hierher. So, jetzt mache ich hier, nehme ich mir hier so ein Blatt, knick mir das, mache hier ein bisschen Heißkleber dran und das darf einmal hier drunter wachsen, drunter hervorwachsen. Und auf der anderen Seite genauso. Und dann nehme ich mir einmal den Schmetterling. Den klebe ich jetzt mit Flüssigkleber auf. Und zwar darf der hier einmal her. Und dann nehme ich mir hier einmal so ein kleines Herzchen. Das klebe ich hierher. Und dann können wir uns einmal so mit Heißkleber aufmachen. Den kleben wir uns einmal hier so drauf. Und hier kleben wir uns das Herz hin. Hier seht ihr, das habe ich irgendwo runtergeknippelt, wahrscheinlich, wo die Verpackung vielleicht kaputt war oder was weiß ich. Das mache ich immer, wenn ich irgendwas wegschmeiße, was ich. Dann knibbel ich mir das immer runter. Macht ihr das auch? Das braucht man nicht. Dann haben wir schon soweit. Jetzt kommt nur noch eigentlich hier der Innenteil, und zwar die Blüten. Und zwar fange ich da einfach mal an. Ich habe hier noch meins zur Hilfe. Das kann ich mir vielleicht mal hier so ein bisschen herstellen, damit ich das sehe, wie ich es gemacht habe, weil ich das eigentlich ganz schön finde. So, als erstes klebe ich mir hier auf dieses Loch eins. So.
Dann kommt hier unten drunter eins. Dann haben wir hier noch eins an die Kante hier oben. Ganz schön heiß. Heiße Angelegenheit hier. Und noch eins hier unten. So. Und dann können wir noch eine schöne nach oben nehmen. Welche nehmen wir? Wahrscheinlich wurscht. Die nehmen wir mal. So. Die kleben wir uns hier oben hin. Einmal. Und dann nehmen wir uns natürlich unsere Blätter. Und jetzt füllen wir das so ein bisschen auf. Dann mal hier eins rein. Mal hier. Na. So hier. Und so verteilt ihr halt eure Blätter, dass es schön aussieht. Drei Stück brauchen wir für den Deckel, die heben wir auf. Haben wir hier noch eins. So. Ja, Klebefaden wollen wir nicht. So. Und dann stelle ich mir das jetzt erstmal auf die Seite. Das kann ein bisschen trocknen. Wenn der Heißkleber trocknet, Gott sei Dank, so schnell. Jetzt kümmern wir uns um den Deckel. Den habe ich hier. Dann brauchen wir einmal das Satanband. Dann haben wir noch hier ein Doily. Und ein bisschen von dem. Das können wir uns jetzt vielleicht schon mal aufkleben. Ich habe ja so einen Klebefaden, der irgendwie die ganze Zeit nervt. Einmal das Doily hier aufkleben. Und dann nehmen wir uns so ein Stückchen. Und da kann ich mir gerade wieder so ein Stück wegschneiden. Da schneide ich mir auch die Ränder wieder weg. Einmal und zweimal. So. Und das können wir dann hier einmal so draufkleben. Das ist manchmal auch so ein bisschen tricky, mit dem Stoff hier zu arbeiten, weil das ja die Eigenschaft hat, dass das aneinander heftet, als Verband sozusagen. Und daher immer ein bisschen schwieriger zu handeln ist. Jetzt mache ich mir hier eins und dann nehme ich mir gleich noch eine Blüte und setze die, solange der andere noch nicht ganz angezogen ist, so parallel aneinander.
ein paar Blüten zu viel gemacht, aber das macht nichts. So. Also die Klebepistole ist super. Ich kann die euch echt empfehlen. Von Bosch ist die. Habt ihr ja schon gesehen, gell? Bekannte Farbe. Ja. Aber ihr seht, man kriegt hier eine schöne Spitze raus. Ich habe keine großen Klebefäden. Die tropft vor allem nicht, was ich persönlich super finde. Weil ich habe schon vorher eine Klebepistole gehabt und die hat die ganze Zeit getropft. Und da hast du ja Kleberverlust, gell? Jede Menge. Weil ständig irgendwie was raustrillt. Bei dir überhaupt gar nichts. Also tippitoppi hier. So. Und einmal hier das hier drunter. Dann können wir den Deckel zumachen hier vom Kleber. Und dann nehmen wir uns einmal unser doppelseitiges Klebeband von 6 mm. Und dann mache ich mir das hier so in der Mitte, fange ich an einer Seite. Und klebt mir das hier einmal mittig außen rum. Und höre hier wieder auf. Ziehe ich mir hier die Klebefolie ab, aber nur hier die halbe und eine Seite. Dann nehme ich wieder mein Satinband, guck, dass es genau mittig ist hier. Es dürfte mittig sein. Und setze es schön mittig an. Das kann man jetzt ein bisschen weiterziehen. Aber wenn ich jetzt hier das aufklebe, möchte ich nicht, dass das irgendwie am Tisch haften bleibt. Deswegen ziehe ich es nicht komplett ab. Immer so Stück für Stück. Seite für Seite. Jetzt können wir voll abziehen. So. Und einmal zur Mitte. So. Und dann schneide ich mir das auch einmal hier ab. Dann brauche ich noch ein Stückchen, das ich hier so ungefähr nach innen klappe. Also ich habe mir das jetzt zwar abgemessen von der Größe her, so dass es ungefähr so ist. Dass es so die Mittelkante ist. Dass es so ungefähr weiß. Jetzt machen wir ein ganz kleines bisschen Kleber hin. Und lass es auch nur ganz wenig überlappen. So. So, dann habe ich hier meine Kante und hier mache ich dann auch ein bisschen Kleber drauf. Drehe das einmal um, dass quasi die Schnittstelle nach unten zeigt. So. Und dann habe ich solche Herzen. Dann nehme ich mir einmal. Ja, da ist noch der Kleber drauf. Einmal eins ab, weil das bleibt da irgendwie dran hängen. Aber das stört mich nicht, weil ich mache einfach hier so ein bisschen kleinen Tropfen von dem Heißkleber drauf und setze mir das Herzchen einmal hier so in die Mitte. So, jetzt habe ich hier noch so ein kleines Herz,
die kleine Blüte, die habe ich, glaube ich, gerade eben vergessen aufzusetzen. Die knicke ich mir wieder hier so zusammen. Und die klebe ich mir hier, dort wo es halt auf die andere Seite, dass es so schräg ist, wieder so hier oben. Also wenn ich so von vorne drauf schaut, rechts oben in die Ecke. So. Jetzt kommen in die Blüten noch kleine Pärchen. Da könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Ich habe hier tatsächlich ein paar von meinen Dimensionals genommen, Diamonds genommen. Ihr könnt aber auch ein Perlenpen nehmen, ihr könnt Halbperlen nehmen, was ihr da habt. Also ihr könnt gut auch ein Perlenpen nehmen und ein paar so kleine Tropfen reinmachen und dann einfach trocknen lassen. Ich habe jetzt einfach ein paar von meinen, brauchen ja ein paar, deswegen mache ich ein paar raus. Genommen und dann habe ich einfach mein Stift zum Aufnehmen. So, und habe mir dann jede Blüte hier ein bisschen Kleber reingemacht und nehmen wir das quasi jetzt hier einmal so auf. Da der Kleber klar abtrocknet, sieht man das jetzt nicht. Also versucht aber auch da so dünn wie möglich zu arbeiten, weil der Kleber die Steine sonst matt macht, wenn das zu arg auf die Steine kommt. Aber oder wie gesagt, ihr könnt da auch mit dem Perlenpen, oh, da habe ich eins zu viel. Wahrscheinlich einander. Genau, und das mache ich jetzt überall an allen Blüten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe meine Pärchen eingeklebt, wie ihr sehen könnt. Und auch hier bei den Kleinen habe ich hier auch drei Stück draufgeklebt. Also da könnt ihr, wie gesagt, da schaut ihr einfach, was ihr da habt. Ihr könnt mit dem Perlenpen einfach ein paar Tropfen reinmachen. Oder ihr nehmt halt einfach Halbperlen, gehen auch kleine. Ja, dann nehmt ihr einfach was ihr daheim habt. Und fertig ist unsere schöne Hochzeitsbox, unser individuelles Hochzeitsgeschenk. Einmal zumachen. Deckel drauf und voilà, fertig ist die Box. Und ich finde sie wunderschön. Und ich denke, dem Brautpaar würde das auch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich stelle mal die anderen noch hier so ein bisschen dazu, dass man das so sieht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das vielleicht nachbastelt oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar da lasst. Da freue ich mich immer sehr darüber. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns bis am nächsten Mal. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.